Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Es ist wieder Glossybox-Zeit. Ja, meine Glossybox kam gestern, glaube ich, an und wisst ihr nicht, dass ich jetzt Urlaub habe? Geil, oder? Ja, heute war mein letzter Arbeitstag. Ich habe morgen Urlaub und ab morgen für fast 14 Tage, weil die Feiertage so gut liegen und ich noch Resturlaub hatte. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich jetzt ganz glücklich und dachte, ich starte meinen Urlaub mit der Glossybox und die machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Ich weiß, dass es diesen Monat tatsächlich irgendwie Unstimmigkeiten gab. Ich habe von nichts so wirklich was mitbekommen. Mir war es auch relativ wurscht, Hauptsache ich bekomme die Box irgendwann. Ich habe vor bestimmt 3 Wochen schon gehört, dass von, ich glaube, Maike war das sogar, ihre Glossybox angekommen ist. Da habe ich gedacht, naja, kommt meine ja auch bald. Und es kam gar nichts, aber war mir jetzt auch nicht so, war jetzt auch nicht so schlimm für mich. Und dann habe ich gehört, dass andere auch früher die Glossybox bekommen haben, vielleicht eine Woche oder so, keine Ahnung. Und auch andere Produkte drin hatten. Es gab irgendwie ganz groß Trara und Terz, so keine Ahnung. Mir ist es relativ wurscht, Hauptsache mir gefällt die Box. Was andere drin haben, ist mir relativ egal. Wir machen jetzt einfach mal auf, oder? Ich würde sagen, wenn ihr wissen möchtet, was drin ist, dann bleibt dran. Rosa Design Gutschein ist wieder drin von einen Monat kostenlos online trainieren von Gymondo. Online Fitness Workout, bla bla bla, interessiert mich nicht. So, gucken wir mal rein. Das sieht ja hübsch aus. Gesund sieht's aus. So sieht's aus. Es handelt sich um die Fresh and Fruity Edition. Okay, ich mache mal das Schleifchen auf und dann ist. Oh, da ist eine Leseprobe drin. Ich habe die anderen noch nie gelesen. Das ist es dann, ganz wie von Kneipp, okay. Ich würde sagen, ich gucke mal erstmal in das Buch. Was steht denn da? Hello Springtime. Das Wintergrau hat sich verzogen, die Frühlingsfrische steht vor der Tür. Lassen wir sie rein in Form von fruchtig frischen neuen Beauty-Produkten, die gute Laune machen, für ein vitalisiertes Hauterlebnis sorgen und den Duft oder die Farbe satter Früchte mitbringen. Freu dich auf neue Styling- und Pflegeprodukte in knalligen Farben. Achso, Styling. Ha, ich habe Styling übersehen, obwohl ich es ja gerade vorgelesen habe. Und mit fruchtig duftenden Nuancen. Nein. Gucken wir mal kurz nach einem Routine. Überfliegen, überfliegen. Als erfrischendes Goodie haben wir zusätzlich die Luvos Hydro-Maske beigelegt. Okay, nach der Maske gucke ich dann gleich mal. Ja, klingt ganz interessant. Auf jeden Fall eine, ja. Leseprobe von Cecilia Ahern, das Jahr, in dem ich dich traf. Ich muss sagen, ich habe nur ein Buch von ihr gelesen und das war PS, ich liebe dich. Das war okay, aber ich weiß nicht, irgendwie trifft sie nicht so ganz meinen Stil. Kennt das jemand, das Jahr, in dem ich dich traf? Das ist ja so eine Liebesschnulze, ne? Ich bin echt so für Liebesbücher. Ah, keine Ahnung. Vielleicht lese ich mal rein, vielleicht aber auch nicht. So, ich gucke mal eben nach dem Goodie. Das war doch irgendeine Maske. Ach, hier ist nochmal Werbung. Und auch ein Pröbchen von Kneipp. Ist das die? Hm? Gesicht? Nee, das ist eine Creme. Das war jetzt eine Maske. Luvos Hydro-Maske, ja. Ist nochmal eine Creme von Kneipp. Creme von Kneipp drin, ne? So als Testding. Ich kann mit diesen Dingen da nichts anfangen, ne? Ich finde die immer ganz doof. Naja, 24 Stunden Gesichtscreme. Eignet sich als Tages- und Nachtcreme, schützt die Haut vor lichtbedingter Hautalterung und freien Radikalen, glättende Intensivpflege verwöhnt mit langanhaltender Feuchtigkeit und zartem Duft. Naja, okay. Wo ist die Maske? Da ist die Maske. Ja, ich habe so viele Masken, ich muss die mal langsam aufbrauchen. Ja, eine Hydromaske, ne, von Luvos. Naturkosmetik, belebt die Haut und spendet Feuchtigkeit. Mit Eigenmeerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. Ja, warum nicht? So ein Zweierding. Kann ich mal testen, ne? So, ich habe mir das erste Produkt gegriffen. Das hatte ich schon mal von der Marke. Die haben so schön, immer so schöne Holzdinger.
Naobei Natural Organic Moisturizing Peeling. Wo haben wir dich? Da, gleich die erste Seite. 100 Milliliter Originalprodukt für 16,35 Euro. Befreie deinen Ton vom fahlen Grauschleier des Winters und verleihe ihm die Frische, die er verdient. Das vitalisierende Peeling von Naobei peelt Hautschüppchen und Unreinheiten im Gesicht einfach weg und sorgt so für strahlende Frische. Die cremige Textur sowie natürliche Powerwirkstoffe aus der Heilpflanze Gotu Kola, Olivenöl, Shea Butter und Mandelöl nähren, pflegen und beleben. Dank der Bio-Ingredienzien Gott, ist das Peeling von EcoCert Bio zertifiziert? Kenne ich nicht. Gönn dir den schönsten Frühlingston. Mal riechen? Lass mal riechen, Mariechen. Ich hatte den letztens erst, den Zungenbrecher. Oh, riecht gut. Riecht frisch. Ja. Ich würde jetzt keine 17 Euro für ein Peeling ausgeben. Ne? Das muss ich immer ihm zugeben. War das jetzt so schlau, dass ich das schon aufgemacht habe? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kann ja mal testen, ne? Ja, das, jetzt ist auch zu spät. Jetzt ist zu spät, Mirja. Doof gelaufen. Aber ich musste ja dran schnüffeln. Ja, okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Dann ist was von Kneipp dabei. Und zwar... Regeneration durch Naturkraft, eine Nachtpflege. Kneipp kenne ich tatsächlich ja nur von, oh wie süß, mit so einem Pumpspender. Das, also das finde ich schon mal gut, dass die einen Pumpspender hat. Süß. Kneipp kenne ich jetzt nur irgendwie von Badezusätzen. Ich besitze keine Badewanne, deswegen benutze ich eigentlich nie was von Kneipp. Ja, ich schaue erstmal rein ins Buch, ne? 30 Milliliter Originalprodukt. Ist das so teuer? Verwechsel ich das jetzt mit irgendwas anderem? 13 Euro kostet das. Ins Bett legen, schlafen und erholt aufwachen mit der zertifizierten Naturkosmetik von Kneipp. Die Nachtpflege bringt dir garantiert Frühlingsfrische fürs Gesicht ins Beauty-Regal. Sie pflegt und strafft über Nacht. Damit ist das Serum das perfekte Beauty-Accessoire für die neue Jahreszeit. Es sorgt für mehr Festigkeit und ein pralles, geschmeidiges, zartes Hautbild. Der natürliche Regenerationsprozess der Haut wird gezielt in der Zeit angeregt, wenn du schläfst. Perfekt für den Nachttisch. Ja, fühlt sich gut an. Riecht auch gut, so natürlich. Ich finde, man riecht das gleich, dass es Naturkosmetik ist, ne? Also, das riecht jetzt nicht schlecht, aber man riecht's irgendwie. Wird auch getestet, ist auch in Ordnung, kann ich auch mitleben. Eine Nagelfeile! Wisst ihr, wie extremst ich in letzter Zeit Nagelfeilen gesucht habe? Ich habe die alle verlegt. Ich muss schon die von meinem Freund benutzen. Danke! Die habe ich gebraucht. 6 Euro. Alles klar, von Catherine. Bei der Tasche Ochsenknecht. Naja, gut. Ja, finde ich gut, weil ich habe meine echt alle verlegt. Keine Ahnung, wo die hin sind. Was haben Natascha Ochsenknechts Nagelfeile und die Drachenfrucht gemeinsam? Richtig, beide sind so herrlich pink. Aha, ich lach mich tot. Und beide sorgen im kommenden Frühling für Frische. Starten wir also mit perfekt gepflegten Fingernägeln in die neue Saison. Ihre praktische Form. Was hat eine Nagelfeile? Ihre praktische Form und die präzise Anwendung machen die Feile zum nützlichen Accessoire in deiner Kosmetiktasche. Zu Hause oder unterwegs. Nagelpflege mit VIP-Flair. Ganz ehrlich, das ist eine stinknormale Nagelfeile. 6 Euro? Ne.
Würde ich nie dafür bezahlen, ehrlich nicht. Finde ich heftig. Das ist richtig viel Geld für eine Nagelfeile, oder? Ich kaufe meine im Zweierpack für 2 Euro. ja gut. Das muss eine Bombennagelfeile sein. Dann ist ein Blush drin von 4LK oder vielleicht auch eher 4LK Düsseldorf. Aha. Blusher Naturell. Nie davon gehört. Ich will Rückenschmerzen. Ja, ich will halt. Da ist er doch. 4 Gramm, ja, wahrscheinlich ein Originalprodukt für 6,90 Euro. Schon Schneewittchen, wusste rosige Bäckchen zu schätzen. Hol auch du dir den erfrischenden Look und ein natürliches Leuchten obendrein mit dem Rouge von 4LK. Das samtig weiche Puder enthält reine Mineralien, die deine Wangenpartie sanft betonen. So wirkt dein Gesicht frischer und strahlender und so ganz nebenbei enthält das Rouge auch noch pflegendes und schützendes Vitamin E. Hinreißend. Hinreißend. Reißend. Ist ein rosa. Das man kaum sieht. Also das ist wirklich ganz, ganz hell und so richtig rote Bäckchen wird es nicht zaubern. Aber es ist ein hübsches, helles, hübscher, heller Blush. Ja, ich habe schon einige in der Farbe, glaube ich. Ich glaube, davon muss man echt ein bisschen mehr nehmen, damit man was sieht. Das war jetzt auf dem Handrücken nicht so der Bringer. Na gut, Blusher von 4LK. Und das letzte Produkt ist eine Lipstick in Stiftform. Das ist ein schönes Rot von Lord & Barry in der Farbe Cherry. Hey! Huh. Mein Gesichtsausdruck gesehen? 3 Gramm. Nein, das hier sind nur 1,8 Gramm. Das ist also ein Pröbchen. 3 Gramm kosten 20 Euro. Heftig. Na gut. Sinnlich verführerische Lippen in Kirschrot. Sie sollen dein sein. Mit dem Lord & Barry Lipstick. Der softe Jumbo-Lippenstift bezaubert mit strahlender, langanhaltender Farbe und ultra einfacher Anwendung. Make-up-Artists lieben ihn. Kein Wunder, schließlich entwickelte den Trend-Lippenstift im Make-up-Atelier aus dem Modemecker Mailand. Durch die leichte Handhabung ist er besonders praktisch für unterwegs und zum Auffrischen für zwischendurch. Er pflegt die Lippen und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Seine Textur bleibt immer frisch und aromatisch, auch wenn er mal länger nicht benutzt wurde. Lässt sich auch als Creme Rouge verwenden. Aha, aha, aha. Oh, schön. Schön. Der gefällt mir sehr. Ja, und das war meine Box. Ist jetzt nicht die beste. Muss ich echt sagen. Eigentlich ist so das, das einzige Produkt, was mich so richtig erfreut. Ja, der Rest, also die zwei Sachen sind okay. Ich habe aber halt noch immer so viel Pflege, deswegen ich stapel und stapel und stapel und stapel. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Und ganz ehrlich, diese Nagelfeile, gut, die brauchte ich jetzt tatsächlich, aber der Preis, der will nicht in meinen Kopf. Also für mich jetzt wirklich nicht keine berauschende, überragende, geniale Box. Ja, muss es halt zwischendurch auch mal geben, ne? Man kann ja nicht immer zufrieden sein. Aber den finde ich gut, der ist echt schön. Ich mag gute Lippen. Gefällt mir. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr die gleichen Produkte? Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen rumklicken. Ich gucke ja keine Glossybox-Videos, solange meine Glossybox nicht da war. Oder da ist, oder wie auch immer. Jetzt klicke ich mich mal ein bisschen rum. Vielleicht haben einige tatsächlich so komplett andere tolle Produkte. I don't know. Ist jetzt kein Grund, wenn jetzt andere irgendwie was total Geiles haben sollten, was ich auch gerne hätte, werde ich mich jetzt nicht groß aufregen, weil ist halt so, ne? Aber kann ja sein, also den Burner fand ich jetzt nicht. Ja, hattet ihr die gleichen Produkte, hattet ihr komplett was anderes. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft mich gerne bewerten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.